Werte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der heute Redaktion. Regierungssprecher Ost hatte eingeräumt, dass Bonn schon früher als bisher bekannt Informationen über eine mögliche Verwicklung deutscher Firmen in den Bau der libyschen Chemiefabrik in Rabta hatte. Bereits am 30. September, so Ost im ZDF, habe es beiläufige Hinweise der Nachrichtendienste gegeben. Verdichtet hätten sie sich aber erst Mitte Oktober. Gegen die Firma Imhausen Chemie in Lahr läuft inzwischen ein Ermittlungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat es wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz eingeleitet. Das Unternehmen steht im Verdacht, am Bau der libyschen Chemiefirma beteiligt gewesen zu sein. Die amerikanischen Behörden vermuten, dass außer der Firma Imhausen auch die Preußen Elektra AG und die Firma Pilot Plant in Dreieich ins Libyen-Geschäft verwickelt sind. Das meldet das US-Wirtschaftsmagazin Business Week. Ein Geständnis hat der in Antwerpen verhaftete Spediteur Gedopt abgelegt. Er gab zu, dass er bei Chemietransporten Rechnungen und Frachtpapiere gefälscht hat. Ob die Materialien für Rabta bestimmt gewesen seien, habe er nicht gewusst. Der Absturz von zwei Militärmaschinen in Ostfriesland hat die Tiefflugdiskussion weiter angeheizt. SPD-Chef Vogel verlangte von Bundeskanzler Kohl unverzüglich Klarheit über das künftige Konzept von Militärflügen. Der Grünen-Abgeordnete Lippelt sieht Piloten und Zivilisten als Opfer starrsinniger Durchhaltebefehle von Verteidigungsminister Scholz und Bundeskanzler Kohl. Bei einer Tiefflugübung in der Nähe von Wismoor waren ein britischer Tornado und ein Alpha-Jet der Bundesluftwaffe zusammengestoßen und abgestürzt. Die beiden britischen Piloten kamen ums Leben. Der Pilot des Alpha-Jets konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Eine weitere Maschine der Bundesluftwaffe, die offenbar durch herumfliegende Trümmer schwer beschädigt wurde, konnte notlanden. Warum der Tornado in die Achterformation der Alpha-Jets geriet, ist noch unklar. Das britische Verkehrsministerium hat die Sicherheitsvorkehrungen auf den Flughäfen weiter verschärft. Anlass war der Bericht eines Fernsehreporters. Er hatte sich auf dem Flughafen Heathrow von einer Putzkolonne anstellen lassen. Nach seinem Bericht waren die Kontrollen so schlecht, dass er in mehreren Flugzeugen eine Bombe hätte legen können. Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Panem Jumbo über Lockerbie waren bereits strengere Sicherheitsvorkehrungen angeordnet worden.